Hallo Leute, heute sind wir im Switzerland Großhandel in Berlin Wedding. Jetzt werden wir mit jemandem sprechen, der eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann macht. Mein Name ist Mustafa Lazin, bin 17 Jahre alt und habe am 1. September 2016 in Switzerland mit meiner Ausbildung als Großhandelskaufmann angefangen und bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr. Ein Großhandelskaufmann erledigt die kaufmännischen Sachen rund um die Einkäufe und muss dafür sorgen, dass immer genug Ware im Lager ist. Für diesen Beruf braucht man einen mittleren Schulabschluss, also ein MSA. Im ersten Ausbildungsjahr verdient man als Auszubildender um die 500 Euro. Während der Ausbildung muss man die Kunden betreuen, die Regale auffüllen, die Lagerhaltung machen und ab und zu mal vielleicht zum Lieferservice. Ich arbeite viermal in der Woche. An den Schultagen bin ich nicht hier, habe ich frei und Samstag muss ich dafür kommen, jeweils 8 Stunden. Die Ausbildung dauert 3 Jahre lang. Mir gefällt es sehr, am System zu arbeiten, beim Warenwirtschaftssystem, Ware einzupflegen oder Ware zu bestellen. Nach einer Zeit kann ich selber einschätzen, was bei dem Kunden am besten läuft und was nicht. Und so kann ich auch ihn gut beraten. Wir bedanken uns bei dem Azubi und wir hoffen, dass euch die Informationen über diesen Beruf weiterhelfen.